Guten Tag, liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. Wir machen jetzt hier weiter mit der Mission Der arme Mitstreiter. Und ja, diese Mission haben wir jetzt bekommen, da wir alle Mitglieder vom Orden ausgeschaltet haben, bis auf den Vater, den Anführer hier. Ja, der ist unser letztes Ziel. Und das ist auf jeden Fall verknüpft mit dieser Quest, die wir hier haben. Und diese Quest machen wir jetzt auf jeden Fall in dieser Folge, würde ich sagen. Hier vorne ist auch schon unser Ziel. Das ist gerade mal noch 400 Meter von uns entfernt. Und da bin ich aber jetzt auch wirklich richtig gespannt, wer ist dieser Anführer von dem gesamten Orden. Da bin ich richtig gespannt. Unser Bruder Sigurd kann es ja nicht mehr sein. Ich dachte ja mal für eine kurze Zeit innerhalb der Hauptstory, dass wo unser Bruder entführt wurde, ja, dass in dem Zeitraum er vielleicht ja so verändert sich hat, dass er irgendwie zum Anführer geworden ist. Oder der König Alfred, aber das kann auch nicht sein. Von daher, da bin ich jetzt richtig gespannt, wer hier nun der Anführer ist. Und für den Anführer bin ich auf jeden Fall vorbereitet. Ich habe ein paar Pfeile gerade nochmal gesammelt. Drei. Ja, ist jetzt nicht so viel, aber dafür, ja, sind wir wenigstens voll, was Gesundheit und so betrifft. Und Heilung haben wir auch genug. Also ich bin auf jeden Fall bereit. Und hier ist jetzt unser Ziel. Alles in Ordnung? Ja, hallo. Ich wollte eigentlich nicht stören, aber ich suche jemanden. Und wer soll das sein? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann gut sein, dass du ihn deshalb nicht findest. Du kannst dich aber gerne hier umsehen, wenn du willst. Ich danke dir. Danke fürs Angebot. Das sind Seelenkuchen, mein Herz. Weißt du, was das ist? Und ob. Ich liebe sie. Sie sind ziemlich klein, gerade so groß wie eine Faust und verbrennen schnell. Also gib gut Acht. Und die Butter, soll ich sie bestreichen? Das musst du nicht. Die Butter brauchen wir fürs Abendessen. Ich freue mich darauf. Also dann werde ich sie dir überlassen, falls du mich brauchst. Ich bin gleich nebenan. Ein herber Rückschlag gegenüber deinem letzten Posten, Herr. Als ihr Gast habe ich eingewilligt, bei der Hausarbeit zu helfen. Sie bieten mir ein Bett, ich bewache die Kuchen. Kommt es Ihnen nicht seltsam vor, Ihrem König Befehle zu geben? Oder wissen Sie es nicht? Das Wissen würde niemandem etwas bringen. Ich las deine Nachricht. Du hast keine Mühen gescheut, um dich selbst als dieser arme Mitstreiter Kesti zu verschleiern. Wenn ich mich recht entsinne, hast du dir sogar selbst einen Brief in Winchester geschickt. Ziemlich gerissen. Der Orden wollte meinen Tod. Ich musste vorsichtig sein. Du sagtest damals, du wüsstest nichts vom Orden. Du hast dich dumm gestellt und doch wusstest du alles. Ihre Namen, ihre Pläne. Gehst du ein paar Schritte mit mir? Du siehst gut aus, Eivor. So fühle ich mich auch. Die Kriege sind vorbei und meine Siedlung gedeiht. Die Kriege sind nicht vorbei. Du hast nur aufgehört zu kämpfen. Doch Menschen schmieden weiter Pläne in den Metallen und Schlafzimmern. Du wirst sehen. Und wie geht es dir, Elfeld? Gewöhnst du dich an den Gedanken, nichts Besonderes zu sein? Mir geht es gut. Viel besser als gedacht. Dieses Exil hat mir eine Art beruhigenden Frieden gebracht. Jeden Morgen wecken mich die Sonnenstrahlen und die Kormorane. Ich bade im kalten Sumpfwasser, esse von Sträuchern und trinke aus Eimern. Ein wahrlich gutes Leben. So einfach. So selig.
Ich war noch nie so weit im Westen. Ich finde es äußerst friedlich hier. Beruhigend. Ich kam einen langen Weg für diesen einen Namen, Alfred. Wer ist der Großmagister des Ordens? Sag deinen schattenhaften Freunden, Englerland wäre gesäubert. Du bist fertig. Du. Ich wollte den Titel des Großmagisters nicht. Er fiel mir nach dem Tod meines Bruders zu. So wie ihm von meinem Vater. Schänder von Gottes Erhabenheit und Würde. Ich war ihr Meister. Und ich verabscheute sie. Mit Godwin brachte ich einen Plan ins Rollen, den Orden von innen zu vernichten. Doch mein Ärger mit den Dänen verzögerte diesen Plan. Aber dein Ärger mit diesem Dänen führte zu ihrem Untergang. Du bist aus Nordwege, oder? Du hast ein gutes Ohr. Ich schulde dir meinen Dank, Eivor. Der Schlüssel zu meiner Schreibstube, den hast du dir verdient, damit du verstehst, wie viel Gutes du getan hast. Da der Orden nun zerschlagen ist, bereitest du den Weg für eine größere Idee, die seinen Platz einnehmen wird. Ein allumfassender göttlicher Orden, beflügelt durch Gott für die Erneuerung der Menschheit. Mit einem armen Mitstreiter an der Spitze. Du rettetest Englerland, ganz gleich, ob es deine Absicht war. Und jetzt lass Englerland dich retten. Englerland gibt es nicht mehr, Herr. Du bist der letzte seiner Könige. Und doch hast du kein Königreich. Sieh dich um. Gottes Werke sind wunderbar. Niemand kann sie leugnen oder ihnen widerstehen. Mit der Zeit werden all die aufblühen, die Gott anerkennen. Und alle, die ihm trotzen, werden vergehen. Solltest du in Englerland bleiben, wirst auch du eines Tages ein Untergebener. Oh, verflixt. Die Kuchen sind verbrannt. Wo steckt dieser Mann? Junger Mann, wo hast du dich verkrochen? Mist. Jetzt werde ich wieder Laken waschen müssen. Wer weiß, ob wir uns wiedersehen, Eivor. So Gott will, begegnen wir uns vielleicht als Herrscher. Ich komme, gute Frau. Hier bin ich. Alfred gab mir den Schlüssel zu seiner Schreibstube. Sie ist irgendwo in Winchester. Okay, also ich würde gerne mal dorthin gehen wollen, wo der Schlüssel passt. Und das Ende hier fand ich gerade echt nicht verkehrt. Das war sehr geil, wie ich finde. Meiner Meinung nach sogar besser als das Hauptende von der Main Story. Ich würde sogar meinen, das ist das richtige Ende insgesamt. Vom gesamten Spiel so. So, jetzt möchte ich mal was schauen. Wir haben ja eben jetzt diesen Schlüssel bekommen, ja, für seine Schreibstube, oder was er da gerade meinte. So, hier oben ist hier seine, ja, Festung, seine Lager, wie man es nennen möchte. Dort wird auf jeden Fall irgendwo dieser Schlüssel passen. Das will ich auf jeden Fall auch mal noch nachschauen, aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir noch etwas machen von den Sachen, die wir hier haben. Ah, Moment, hier haben wir noch was. Zerschlagung des Ordens. Bringe die Ordenssiegel zu Hatem. Gut, das sind die letzten Ordenssiegel, die wir ihm bringen müssen. Gut, dann schaffen wir ihm die mal. Okay, Schnellreise ist noch nicht verfügbar, sehe ich gerade. Und das muss ich ja auch mal so sagen, die Musik, die hier gerade im Hintergrund läuft, klingt richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Sowieso kann ich über den Soundtrack eh nicht meckern. Der Soundtrack ist richtig gut vom Spiel. So, hier noch ein bisschen was erledigen. Gut. Wir probieren es dann gleich, wenn wir dort vorne am Ufer sind, nochmal mit einer Schnellreise zu unserem Lager, würde ich sagen. Ja, wir machen es jetzt, würde ich sagen.
So Leute, jetzt sind wir hier angekommen bei unserem Lager und hier hinten haben wir unseren guten Freund Haytham und jetzt geben wir ihm die letzten Siegel hier von dem Orden und mal sehen, was dann passiert. Oder ob überhaupt dann was passiert. Also wir bekommen ja dann auf jeden Fall wieder eine Art Fähigkeit, aber bringst ich bin du gespannt, mir da etwas? Ob vielleicht noch eine Art Vita-Sequenz da kommt dann oder so. Schauen wir mal. Gorm ist tot. Namenlos und allein jenseits der offenen See. Ein Meister des Ordens, vom Stamm ihres sterbenden Baumes gehauen. Du näherst dich den Wurzeln. Nimm nur, Haytham. Die letzten Siegel des Ordens. Du findest unter ihnen noch König Elfreds. König Elfred? Führte dich unser armer Mitstreiter zu seinem Versteck? So war es, denn sie waren ein und derselbe. Unser armer Mitstreiter Christi war der Großmagister des Ordens der Ältesten. Er wandte sich gegen seinen eigenen Orden? Faszinierend. Er zerstampfte sie eher. Seine Hingabe für Christus und was er den allumfassenden Orden nennt, machte ihn von Anbeginn zu ihrem Feind. Er verabscheute den Titel und die Pflicht, die er geerbt hatte, zutiefst und wollte sie vernichtet sehen. Wundervoll. Durch sein Abdanken wurde die letzte Festung des Ordens niedergerissen. Was bleibt, sind verstreute Fetzen. Und du, Eivor? Nun, da du unseren Feind gesehen und unsere Sache verstanden hast, willst du dich uns vielleicht anschließen und Teil der Verborgenen werden? War das dein heimliches Ziel, Haytham? Eine Feuerprüfung? Das Angebot ist sehr freundlich, aber ich glaube, wir kämpfen für Unterschiedliches. Euer Credo verlangt, dass eure Siege verborgen bleiben. Ich trage meinen Ruhm lieber für alle zur Schau. Wenn ich dich unser Credo lehrte, du Zeit damit verbrächtest, würdest du deinen Geist vielleicht für anderes öffnen? Eine andere Sicht ist immer willkommen. Aber ein Leben ohne Ruhm, Ehre und Erfolge zu feiern, ist für mich nicht lebenswert. Doch sei dir gewiss, ich würde ohne Zögern mein Leben für jene geben, die ich liebe und die mich zurücklieben. Für alle hier. Auch für dich, mein Freund. Ich verstehe dich gut, Eivor. Sehr gut sogar. Dann gehe in Frieden. Okay, das war's nun also mit der Story mit ihm. Ja, wir haben jetzt nur noch, dass wir den Codex seiten da. Alles klar, verstehe. Ja, und ich will definitiv mal noch nachschauen wegen diesem Schlüssel. Da will ich auf jeden Fall mal noch nachschauen. Aber das wäre dann jetzt auf jeden Fall geschafft, Leute. Ne? Und damit würde ich dann auch sagen, verabschiede ich mich. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Und ja, tschüssi.